Ja, hallo. Heute ist wieder Sonntag. Heute ist wieder Schwarmkontrolle angesagt. Bei einigermaßen gutem Wetter. Bienen sind schon fleißig am Fliegen. Blüht ja auch ein bisschen was. Der Weißdorn, Schwarzdorn. Oder wie heißt er? Der Weißdorn. Tja. Dann schauen wir mal, wie die Schwarmstimmung so ist. Dazu werde ich jetzt meinen Zargenheber holen oder meinen Lüfter oder wie man dazu sagt, damit ich dann alle Zargen oder die Zargen nicht einzeln runterheben muss. Weil das wird ganz schön schwer sonst. Besonders gespannt bin ich auf das Tupperhive hier, weil das hatte ja vor der Schlechtwetterperiode mordsmäßige Schwarmstimmung. Da habe ich ja die Zellen gebrochen. Die hatten aber wieder welche angezogen. Und bei der nächsten Kontrolle in dem guten Wetterfenster hatte ich hier reingeguckt. Da hat man gesehen, dass sie die Zellen ausgeräumt haben, die sie danach nochmal angezogen haben. Mal sehen, wie es jetzt ausschaut. So, jetzt habe ich die Zarge hochgehoben. Jetzt kann man in den unteren Brutraum schauen. Und dann gucke ich da oben nach Weißelzellen. Und jetzt erstmal ein bisschen Rauch. Dann gucke ich mir die oberen Ränder an hier. Und dann hier unten. Na, jetzt raucht er aber ganz gut. Die Spielnäpfchen sind da. Und jetzt lege ich das Handy mal weg und gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Ich konnte also nichts entdecken hier bei Nummer 6. Gut, dann kommen sie wieder drauf und ab zum nächsten. So, die sind ein bisschen nervös hier. Da sind Weißelzellen, Spielnäpfchen am Oberträger. Da auch. Mal hier unten. Das kann ich mir dann nachher auch noch mal angucken, falls ich was übersehen habe. Wie letztes Mal die Spielnäpfchen da. Ja, jetzt gucke ich noch mal genauer hin da oben. Da brauche ich die Hände frei. Dann bis gleich. Also bei dem ist auch alles gut. Kann ich wieder draufsetzen. Und ab zum nächsten. So, das ist ja die Nummer 4, die ich verstärkt hatte. Da sind auch Spielnäpfchen am Oberträger und im Brutraum. Und hier wollte ich ja letztes Mal schon den Drohnenrahmen schneiden. Da oben sind auch jede Menge Spielnäpfchen und das werde ich dann heute machen. Weil heute müsste ja ein bisschen mehr verdeckelt sein. Gut, dann muss ich das nochmal absetzen und eine Zarge höher ansetzen. So, jetzt sind wir über dem Absperrgitter. Das nehme ich jetzt raus. Und dann die zweite von rechts. Ist die Drohnenwabe. Nur gerade mal in den ersten Honigraum gucken. Da ist genauso wenig los wie letztes Mal. Na, jetzt schaue ich erstmal hier rein. So, da ist er. Ist nicht voll verdeckelt, aber ich habe in den leeren Zellen sind keine Stifte drin. Den werde ich jetzt ausschneiden. Dass wenigstens die verdeckelten rauskommen. Und dann gucke ich mir nochmal die Brut an hier. Ach, da habe ich auch eine Mittelwand. Ach stimmt, ich hatte ja eine Futterwabe nach oben gehangen. Dann hatte ich eine Mittelwand unten reingehangen. Ich habe jetzt nicht auf die Stockkarte geguckt. Jo, jetzt müssen die Bienen erstmal darunter. Die Drohnenwabe habe ich jetzt ausgeschnitten, den Futterkranz habe ich stehen lassen. Vielleicht brauchen sie den nochmal. Jetzt kommt das Absperrgitter wieder drauf und nachher gucken wir dann mal in die Drohnenbrut. Weil das war ja hier
hat er ja viele Varonen. Ach so, ich habe vergessen zu sagen, da auf der dritten Wabe war dann, habe ich Stifte gefunden. Weil ich keine Stifte in den Drohnenzellen hatte. Habe ich dann nochmal weitergeguckt, aber alles in Ordnung, Königin ist da, Stifte 1 bis 3, alle Stadien. So, jetzt bin ich am nächsten Drohnenbau. Aber bis jetzt sehe ich nur Spielnäpfchen. Und viel Drohnen am Rand. Und auch bei dem habe ich durch die Kippkontrolle keine Schwarmstimmung feststellen können. Wie gesagt, Kippkontrolle. So, dann kann ich hier die schon wieder zumachen, also die Deckel drauf, weil die stören beim Zangenlüften, weil die ein bisschen breiter sind. Aber hier bin ich durch bei den Vieren. Jetzt gucke ich da hinten noch die zwei. So, jetzt bin ich bei noch Volk Nummer 1. Das mir hoffentlich jetzt nicht gleich runterfällt hier, weil ich habe es ein bisschen schief gepackt mit dem Zangenlüfter. Ich hoffe, das hält so lange durch. Auch jede Menge Spielnäpfchen. Ich würde sagen, ist gut. So, jetzt bin ich bei meinem letzten Wirtschaftsvolk angelangt. Und hier verstecken sie die Spielnäpfchen irgendwo, weil ich sehe hier keine. Ach, das war das letzte Mal, wo ich gesagt habe, da sind keine. Ich sehe auch, diesmal sehe ich wirklich keine. Ah ja, im Video dann nachher wieder. Dann entdecke ich sie. Ich glaube, jetzt ziehe ich mal die Drohnenwabe. So, jetzt habe ich hier das Absperrgitter abgenommen und jetzt sieht man hier schön von oben. Unten hat man gar nicht eine. Oder. Ich habe zumindest keine gesehen und hier oben sind die ganzen Spielnäpfchen. Hoffentlich Spielnäpfchen. Jetzt ziehe ich mal die Drohnenwabe und gucke mal, was da los ist. So, hier ist die, ich glaube, die erste Wabe ist schon geschlüpft und ist wieder bestiftet. Die nächste werde ich dann mal ausschneiden. Aber nur Spielnäpfchen zu sehen. Muss ich mir mal vermerken, dass der hauptsächlich oben die Spielnäpfchen hat. Das Brut. Honigraum. Ah ja, jetzt kommt der erst das gute Wetter. So, jetzt bin ich an meinem einzigen Schwarmkandidaten der letzten Zeit angekommen. Und jetzt schaue ich mal rein hier. Flugbetrieb nimmt zu. Sonne lässt aber auf sich warten, aber es ist angenehm warm. So, auf der dritten Wabe haben wir schon die Queen Mom. Die sucht nach Zellen. Aber sie sieht nicht so aus, als würde sie abgenommen haben. Dass sie wegfliegen kann. Ich habe auch nur bis jetzt Spielnäpfchen gefunden. Aber ich bin ja noch nicht auf der letzten Wabe angekommen. So, jetzt habe ich eine Wabe gefunden, die ich mal rausnehmen kann, weil das ist eine reine, naja gut, ein paar Zellen sind auch von Arbeiterinnen da.
Aber das, der größte Teil ist Drohnenbrut. Die können wir uns auch mal angucken. Die tue ich jetzt raus. Also wenn das nicht genug Drohnen sind hier. Wenn noch jemand Drohnen braucht, hier nicht so, aber hier auf der Seite 1, 2, 3 viele. Und hier schlüpfen sie, die Männer. Sieht ganz gesund aus. Da ist eine Milbe. Da ist eine Milbe auf dem Kopf. Habt ihr sie gesehen? Hier werden einige Milben schlüpfen bei so viel Drohnen. So, da ich da die eine Wabe genommen habe, haben sie jetzt einen größeren Chill-Area. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal in den Honigraum, wie die da ausgebaut haben. Nicht, dass ich da irgendwie was richten muss, dass sie nicht so viel Gürbau machen. Ich bin mal gespannt, wie ich die Rähmchen rauskriege hier. Ob das auch so einfach geht wie im Brutraum durch die Abstandsseitenteile, die ich jetzt habe. Das ging schon mal ganz gut raus. Das ist eine alte Futterwabe vom letzten Jahr. Haben sie schon schön angebaut hier. Beide Seiten. Ist halt die Frage von hier auch, von dem Punkt aus nach unten, ob das noch so viel ausmacht vom Gewicht her. Jetzt habe ich noch ein paar Futterwaben vor mir. Ein bisschen haben sie ja was weggefressen jetzt, die letzten 14 Tage. Aber es macht sich prima. Ich kann die kurz anlupfen und dann kann ich sie schon zur Seite schieben. Eine einzige, die war im unteren Bereich ein bisschen angebaut, aber dadurch, dass über die Hälfte da fest ist, konnte ich die rausziehen, ohne dass da ein Drittel der Wabe abgerissen ist. Gut, dann bin ich hier auch durch. Keine Schwarmstimmung. Und ein bisschen Chaos habe ich angerichtet. So, jetzt bin ich beim zweiten Topperreif angelangt. Nach Schwarmstimmung gucken. Und dann bin ich durch. Ich könnte noch das, ja klar, mache ich auch noch. Den Einzeiger ehemals gucke ich auch noch nach. So, hier hat es nicht so gut geklappt mit dem Rausziehen. Da ist ein bisschen was hängen geblieben. Muss ich jetzt noch abschneiden oder abbrechen. So, jetzt bin ich beim letzten Volk angelangt. Schau mir mal den Baurahmen an, vielleicht schneide ich den. Und mal gucken. So, den Baurahmen habe ich ausgeschnitten. Habe mir noch ein paar Brutwaben angeguckt, die ich neu zugehangen habe. Oder die Mittelwände, wer die Videos verfolgt, die drei Stück. Die schlüpfen gerade und sind schon wieder neu bestiftet von der Königin. Und Schwarmstimmung habe ich keine festgestellt. Ich habe natürlich nicht alle Waben durchgeguckt. Wie gesagt, Baurahmen ausgeschnitten, da gucken wir jetzt auch nochmal rein. Und das war's dann. Schwarmkontrolle. So, ich war mir sicher, dass ich eine Pinzette hier am Stand habe, aber ich habe keine gefunden. Oder ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. Jetzt versuche ich mal hier mit dem Draht. Da sehe ich nichts. Noch nichts.
Das ist ja eine Fuddelei. Ist jetzt noch keine Möhe. Und wo bleiben sie denn? Ich glaube hier. Ich bin ja ziemlich am Rand, ich pull jetzt mal in der Mitte irgendwo da. Vielleicht haben die ja auch ihre bevorzugten Stellen. Das ist echt eine Fuddelei. Macht mir schon mal gar keinen Spaß. Erst recht nicht, wenn ich nichts finde. Warte mal, hier drüben noch mal ein bisschen und dann höre ich auf. Dann gucken wir mal eine andere Wabe. Oh, die hat schon, die ist schon älter hier. Na, da? Ja. Auch nix. Ist auf jeden Fall schon mal älter, die Boote hier. Die haben schon. Jetzt sag mir doch mal einer, wo die Milben sind. Ja. Also das war die Wabe von dem Volk, wo ich gedacht habe, da ist jetzt jede Menge drin. Aber ich sehe nichts. Gut, ich habe jetzt keine 100 rausgepult. Aber wenigstens eine hätte ja schon mal da sein können. Hier, das ist jetzt von dem Topper Hive. Genau. Da hatte ich ja zwei Waben rausgenommen. Da hinten die und die hier. Jetzt gucke ich mal rein hier. Und da hatten wir ja schon eine Milbe bei einer schlüpfenden Biene gesehen vorhin. Da ist irgendwas Dunkles. Ach nee, ich habe ein Loch. Loch durchgepiekst.
Da, ich habe die erste Möwe gefunden. Da ist er. Muss ich mal ein Foto machen. So, jetzt geht's weiter. Das wäre ein Wunder gewesen, dass mit dem Topperhalf bei so vielen Drohnen keine Möwe ist. Hier finden wir bestimmt mehr wie in dem anderen da, die nächste. Ich glaube, jetzt sind wir hier. Wir haben ins Nest gestorben. Da läuft eine. So. Oh, die habe ich. Da die nächste. Nur die älteren, die kann man besser rausziehen. Oh, da kriegt man es ja am Kreuz. Nochmal. Oh ja, da ist auch was. Nee. Ja, doch. Nee. Hier sind sie schon am Schlüpfen. Und dann kommen wir raus hier. Gucken. Da noch eine. Wir sind. Na komm. Da ist eine Milbe dabei. So, dann gucken wir nochmal hier. Ne, das ist ja aus dem Topperhalf, da wissen wir ja, dass da viele Milben drin sind. Und hier aus dem Einzeiger, da können wir nochmal gucken. Wo bin ich denn? Da. Ah. Kaputt gemacht, die sind noch nicht so alt. Ach doch, die ist älter. Oh, ich glaube, das reicht. Macht doch keinen Spaß. So, dann war es das auch für heute. Dann verabschiede ich mich mal hier von der Drohnenschau, Milbenschau. Und hoffe, dass jetzt endlich mal ein bisschen mehr Honig reinkommt hier oder Nektar und die Bienen gut fliegen können. Besseres Wetter. Solange es noch blüht, dann
Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.